Willkommen beim iWorkplace. Ich zeige Ihnen, wie Sie Programme in der Taskleiste unten oder auf dem Desktop platzieren. Mein Name ist Birmin Lehner. Drücken Sie zum Beispiel die Windows-Taste. Es erscheinen sofort alle Programme. Ich drücke sie wieder. Das Fenster verschwindet. Oder klicken Sie hier auf das Windows-Zeichen. Es erscheint auch wieder alles und verschwindet auch wieder. Auf dieser Liste hier finden Sie links alle Programme. Oben all jene, die häufig verwendet werden. Hier in Ordnern Programme nach Themen. Und weiter unten alphabetisch alles, was hier bereits installiert ist. Wenn Sie zum Beispiel auf einen Buchstaben klicken, können Sie auch alphabetisch suchen. Ich gehe wieder zurück. Ich hätte gerne hier ein Programm gestartet, das PaintNet. Wenn ich hier drauf klicke, startet das natürlich sofort. Nun ist es aber mühsam, wenn ich jedes Mal wieder das Programm dort starten muss. Es wäre doch viel praktischer, es wäre hier oder sogar hier unten auf der Taskleiste sofort und würde dann nicht verdeckt von geöffneten Programmen. Ich zeige, wie das geht. Ich gehe nochmals auf das Windows-Zeichen, ich gehe wieder zur Grafik, ich mache einen Rechtsklick auf das Programm, das ich gerne hier unten in der Taskleiste platziert haben möchte, also Rechtsklick. Mehr und hier kann ich auf den Nagel klicken, dann wird das Programm hier unten platziert und ich kann es jetzt immer von hier aus prominent und sofort öffnen. Das bleibt also erhalten. Jetzt hätte ich aber auch gerne das Programm noch hier oben. Wenn Sie ein Programm hier auf dem Desktop platzieren möchten, gehen Sie wie folgt vor. Klicken Sie wieder auf das Windows-Zeichen, wieder das gewünschte Programm. Diesmal mit einem Rechtsklick, mehr und sagen Sie hier, Sie möchten den Speicherort öffnen. Es öffnet sich der Windows Explorer und hier sehe ich das Programm. Ich klicke hier nochmals mit der rechten Maustaste drauf und sage nun, Windows soll mir dieses Programm senden an Desktop. Sie sehen, es wird eine Verknüpfung erstellt, die sofort hier erscheint. Der kleine Pfeil hier deutet darauf hin, dass nicht wirklich das Programm hier draußen steht, sondern nur eine Verknüpfung, also nur ein Link. Ich kann das zwar jetzt so starten, aber ich kann das ohne weiteres auch wieder löschen. Das Programm wird nicht gelöscht, sondern nur dieses kleine Bild. Also Rechtsklick hier drauf und ich könnte es auch wieder löschen oder eben dann starten. Ich lösche es jetzt wieder, dann habe ich wieder Ordnung. Jetzt noch kurz etwas zu den Kacheln. Die Kacheln wurden eingeführt, damit Programme auch gestartet werden können mit einem Touch-Bildschirm oder sogar mit Handschuhen. Deshalb sind die Kacheln so groß. Natürlich funktionieren die hier auch sofort. Es sind ein paar wenige hier platziert. Leider kann ich die weder verschieben, noch löschen, noch ergänzen. Das ist hier blockiert. Aber wem das hier gefällt, hat die wichtigsten Programme gerade prominent hier zur Verfügung. Das war's.